Ich habe dieses Auto ganz alleine ausgebaut in 3 Monaten. Und ich bin kein Schreiner und ich habe zum ersten Mal eine Flex in der Hand gehabt und ich habe zum ersten Mal an der Kreissäge gestanden und ich habe alles zum ersten Mal gemacht. Ja, weil ich es halt einfach wollte. Ich wollte es wirklich und deshalb habe ich es geschafft. Something for me. Then he kept walking on down the road. Hallo, ich bin die Marie, das ist mein Van, mein Zuhause. Und hier drin lebe ich gemeinsam mit meinen 4 Hunden, dem Zeus, der Lefka, der Tina und der Tiana. And I looked down at what he wrote. Also, das ist hier die Küche, der Küchenbereich und gleichzeitig auch das Bad, die Toilette, alles in einem. Der Duschbereich auch, genau. Genau, also hier befindet sich die Toilette, die ist hier drin. Ups. Die ist aktuell etwas kaputt. Genau, das habe ich einfach als eine Notfall-Komposttoilette genutzt jetzt und einfach hier so ein kleiner Klodeckel, ein Eimer, Streu und ein Beutel und genau, wird regelmäßig halt einfach geleert. So. Genau, hier sind so 2 Schubfächer, wo verschiedene Sachen drin sind. Aber halt alles Mögliche. Ein bisschen unordentlich noch, aber das muss noch eingeräumt werden. Dann befindet sich hier mein ganzes Essen. Genug Platz für alles. Fahrzeug. Und hier unten eine ganz besondere Tür. Denn das ist die Tür für die Hunde. Da können die nach vorne durch. Tiama, komm mal her, geh mal vor. Dann können die vorne in den Fahrerraum und haben da ihren eigenen kleinen Bereich und ich kann sie wegsperren oder oder sie können da vorne, wenn sie dreckig oder nass sind, können sie da vorne bleiben und dann lasse ich sie einzeln hier wieder raus und kann sie nacheinander abtrocknen. Genau. Gemma, kommen Sie wieder raus? Na komm. Super. So. Upsa. Dann habe ich hier so ein Backessensaufbewahrungsschränkchen. Ich lebe jetzt hier in meinem neuen Van, weil ich nach ungefähr einem Jahr Reisen in einem Ford Transit Connect gemerkt habe, dass ich nicht nochmal in eine Wohnung möchte. Und wusste aber, dass der Transit nicht mehr fähig ist, noch weiter zu überleben und dass es dann halt was Größeres werden soll. Und als ich dann nach so 1 Jahr und 8 Monate oder so kam ich dann zurück und dann habe ich diesen neuen gekauft und ausgebaut. Und jetzt wohne ich seit 3 Monaten hier drin mit meinen Hunden. Und hier dahinter befindet sich mein Wassertank, Vorräte, Flaschen, Handtücher, alles Mögliche. Hier dahinter befindet sich mein Gas. Und da habe ich hier mit Schnüren ein Regal reingebaut, weil ich keine Säge dabei hatte und unterwegs gerne mir ein paar Regale hier reinbauen wollte, um noch ein bisschen Staufläche zu haben. Genau, und hier hängt mein Mülleimer einfach an zwei Klammern. Oder an einer. Genau, das ist ja mein Kochfeld. Genau, und mein Waschbecken. Das kann ich auch hier so rausnehmen. Da komme ich. Da komme ich von oben an meinen Wasserkanister rein, habe hier auch mein Brot reingelagert, weil ich davon sonst keinen Platz hatte und kann dadurch die Schüssel auch beliebig für andere Sachen nutzen, indem ich draußen abspülen kann oder ich kann es als Dusche benutzen. Hier zum Beispiel drin kann ich einfach auf den Boden stellen und dann an meinen Haken hier oben meinen Vorhang festhängen und dann kann ich hier drin duschen. Ja, also von der Seite kann man hier theoretisch an meine Elektrik ankommen oder auch an meine Bettwäsche. hinter der Tür kann man von außen an diese
Duschbox kommen. Und hier habe ich meinen Schlauch zum Duschen. Genau, und hier ist dann das. Ja. Und hier ist meine Sitzbank. Dann kann ich hier so die Dinge rausmachen und die Aussicht genießen. Also vor 2 Jahren habe ich in einer Wohnung gewohnt und hatte 80 Paar Schuhe, einen 5-türigen Kleiderschrank, 50 Blusen oder sowas. Und jetzt habe ich, als ich vor 3 Monaten hier eingezogen bin, bin ich in meine Lagerbox gegangen und habe da einige Klamotten wieder hier mit einziehen lassen, weil ich einfach einen unheimlichen Wunsch hatte, wieder Sachen zu besitzen, weil ich ja 2 Jahre lang die gleichen anhatte. Und jetzt habe ich mittlerweile ganz viele Sachen wieder rausgeschafft aus dem Auto und verschenke mittlerweile alles, weil es ist mir egal, ob die Sachen sind sehr gut erhalten, aber ich will sie einfach nur noch loshaben. Ich möchte nichts mehr besitzen, das mich irgendwo festhält oder was mir Platz im Schrank raubt für andere Dinge, die ich vielleicht irgendwann mal wirklich haben möchte. Also ich tue gerade radikal Sachen verschenken, wofür man locker noch Geld bekommen könnte. Das ist ein großer Faktor, der mich verändert hat. Ich hatte Freundschaften zu Mädels, mit denen ich meine Abende verbracht habe. Und allgemein, meine ganzen Freunde, die ich eigentlich damals hier hatte, sind alle aus meinem Leben verschwunden. Der Großteil, weil einfach die auch sich nicht mehr bei mir gemeldet haben und wir haben einfach kaum noch Übereinschneidungen. Das ist für mich teilweise schwierig gewesen, aber ich habe mittlerweile so viele Freunde überall in Deutschland verteilt oder in Europa verteilt, wo ich weiß, auf die kann ich jederzeit zählen. Und mit denen habe ich wesentlich mehr Kontakt. Und mein Freundeskreis, ich habe keinen Freundeskreis mehr, sondern nur noch Freunde verteilt. Und das sind alles Menschen, mit denen ich nur noch so gute, tiefgründige Gespräche führe, die mir unheimlich viel geben. Und ich muss mich nicht mehr über irgendwelche Nichtigkeiten unterhalten, wie, oh, die hat ihre Fingernägel wieder gemacht oder, also es sind so, oder ja, da hat die den einen Typen wieder kennengelernt und das sind so Gespräche, auf die habe ich gar keine Lust mehr. Also die geben mir gar nichts und das ist weg und ja, das versuche ich auch gar nicht mehr zu haben, solche Gespräche. Und was mich vielleicht noch verändert hat, es ist völlig egal, ob mein Gegenüber gewaschene oder fettige Haare hat oder ob er frisch geduscht ist oder nicht oder keinen Nagellack dran hat, die Frau oder, keine Ahnung, Dreck unter den Fingernägeln. Ich kann mit den Menschen unheimlich tolle Zeit verbringen und es kommt so viel mehr auf dein Inneres an, als auf das, wie du aussiehst, also solange du gepflegt vielleicht bist. Aber es gibt so viel Wichtigeres im Leben, als perfekt auszusehen oder perfekte Kleidung zu tragen. Ja, also so die inneren Werte und die, das ist einfach für mich viel, viel wichtiger. Und ich gucke viel mehr auf den Menschen und nicht, also direkt den Menschen und nicht, wie er sich nach außen hin zeigt. Auch perfekt, um hier drauf zu steigen und irgendwelche Decken auszuschütteln, wenn man nicht den nassen Boden betreten möchte. Genau, ist hier mein kleines Podest von außen. Kann ich die so rausnehmen? Stelle ich die so hin? Genau, und dann kann man hier Wasser reinfüllen, dann reinstellen und hier drin duschen. Tada! Genau.
Also ich persönlich denke, das ist meine Meinung, dass Alleinreisende zu 90% nicht aus dem Grund reisen, weil sie einfach schön finden, in der Gegend rumzutingeln, sondern dass da eigentlich immer ein ganz, ganz großer Grund dahinter steckt, dass du diesen Weg gehst, dass du deine Arbeit kündigst, deine Wohnung kündigst, alles aufgibst, um loszufahren. Ich denke, dass wirklich fast jeder wahrscheinlich einen ganz großen Grund hat, einen persönlichen Grund, weshalb er sagt, er muss jetzt hier ausbrechen und er muss sich selber finden und ja, einfach zu sich selber wieder zurückfinden. Genau, das würde ich jetzt mal so sagen. Kann natürlich auch anders sein, aber ich denke, dass der Großteil oder die Menschen, die ich getroffen habe, die alleine unterwegs waren, die hatten alle beim genauen Hinschauen einen Grund. Mein Grund war Liebeskummer. Da bin ich mittlerweile, Gott sei Dank, lange, lange drüber weg. Ich bin der Partnerschaft sehr dankbar, dass sie so auseinandergegangen ist, weil ich jetzt das Leben führe, was mich glücklich macht. Und ja, ich habe keinen Liebeskummer mehr und ich bin total glücklich alleine. Ich brauche auch niemanden und genau, ich habe mich selbst und das macht mich sehr glücklich und meine Hunde natürlich. Wie ich mein Bett umbaue, alles klar. Also, als erstes nehme ich diese Tischplatte hier ab. Ziehe das hier raus, lege es da unten hin und kann dann auf diese zwei Leisten links und rechts den Tisch schieben. Und dann nehme ich einfach die Rückenlehnen in die Mitte und habe dann mein Bett. Genau. Und ich kann das halt auch komplett wegmachen. Also ich kann einfach den Tisch wegmachen und zur Seite stellen. Dann habe ich hier hinten noch ein Brett. Das kann ich auch einfach zur Seite tun. Und dann kann ich hier durchgehen und habe einfach einen kleinen Laufsteg. Genau, weil es mir wichtig war, dass ich auch die Möglichkeit habe, von hinten einzusteigen. Da wollte ich mir das hier so gerne freilassen. Und gleichzeitig kann dieses Brett hier hinten halt auch als zu einem U, als Sitzecke dann genutzt werden. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich eine Sitzecke und Bett gleichzeitig haben möchte, weil das ja mein Zuhause ist und mein Zuhause möchte auch Gäste empfangen können und da möchte ich mit denen am Tisch sitzen können. Und deshalb soll da möglichst viel Platz da sein. Und theoretisch, wenn man sich zusammenkuschelt, passen 5 Leute an den Tisch. Und das war mir sehr wichtig. Wie ich mich finanziere, das ist aktuell über eine Vollzeitstelle in Deutschland, weil ja, das Auto abbezahlt werden muss und weil meine Ersparnisse von damals irgendwann auch zu Ende waren. Genau, zukünftig hoffe ich, noch ein paar Ersparnisse vom jetzigen Job übrig zu haben, um erstmal wieder losfahren zu können und dann von unterwegs aus so kleine Online-Shops zu machen, wo nicht viel Geld dabei rumkommt, weil ich nicht viel brauche. Aktuell komme ich so mit 200-300 € im Monat zurecht. Ist natürlich die Krankenkasse auch schon automatisch mit dem Gehalt drin. Und ja, genau, mehr brauche ich aktuell nicht. Ich habe nur, ja, vielleicht meinen Internetvertrag, Diesel und ein bisschen Lebensmittel und Hundefutter, ja, aber also ich reduziere das total. Ich brauche keine, ich gehe nicht shoppen. Ich war das letzte Mal vor 2,5 Jahren shoppen oder so oder habe mir was Neues gekauft. Der Kleiderschrank ist voll. Genau, dann haben wir hier noch meinen Kleiderschrank mit Spiegel. Genau, halt einfach sortiert nach Oberteilen und Hosen und Kleidern und allem Möglichen. Und hier unten sind meine Unterwäsche in solchen Körben verstaut. Dann habe ich hier das Hundefutter, damit es schön weggeräumt ist. Hier noch ein paar Schuhe und noch ein paar andere Sachen. Und hier unten ist meine Standheizung drin. Leider ist es aktuell noch nicht ganz so optimal, weil ich jetzt immer die Tür auflassen muss, um meine Standheizung anmachen zu können. Aber das soll mal unten noch abgesägt werden und dann wird das einfach so eine einzelne Klappe und dann... Genau, dann kann der Schrank zubleiben. Adinchen, du musst jetzt mal kurz aufstehen. Dann nimm das Kissen mit raus, komm. Warte, so. Leg dich da drauf.
Los, hier. So, hier habe ich meine Bastelkiste, damit ich ganz viel basteln kann. Das, ja, genau. Was bastelst du denn so? Aktuell bastel ich für Weihnachten. Ansonsten, mit Muschelmobiles oder Makramee. Oder ich schmelze selber meine ganzen alten Kerzen ein und mache neue Kerzen draus. Ja, alles nach, was mir gerade, nach was ich gerade Lust habe, genau. Ich bin dann damals weitergefahren nach Griechenland und war dann auf dem Weg durch den Balkan. Also es war jedenfalls mein Plan, durch den Balkan zu fahren. Und kam ich an so einen Platz, so 3-4 Tage bevor ich das Griechenland verlassen wollte. Und da sind mir 3 Welpen entgegengerannt. Und dann haben die dort gebellt und dann habe ich die gefüttert. Und dann war ich fix und fertig, weil ich gedacht habe, okay, ich nehme sie mit. Und dann bin ich nochmal hingegangen und dann saßen sie zu dritt vor ihrem Gebüsch, haben mich angeguckt, haben mit dem Schwanz gewedelt und dann hat mir die Lefka ihre Pfote auf die Hand gelegt. Ich habe geheult, weil sie da waren. Und dann bin ich zurück zum Auto gelaufen und wollte Futter für die holen zum Frühstück. Und dann sind sie hinterher gelaufen und seitdem nie wieder weg. Also dadurch aktuell auf Arbeit gehe, müssen natürlich die Hunde, ja, die kommen aktuell sehr zu kurz. Leider, aber das sind sehr tolle Hunde, die machen das alles mit und die wissen wahrscheinlich auch tief im Inneren, dass es irgendwann vorbei ist. Ich gehe halt auf Arbeit und gehe ich noch mit denen eine Runde spazieren, dass sie auf jeden Fall erstmal wieder müde sind. Dann gehe ich auf Arbeit, ich kann aber direkt auf dem Grundstück von der Arbeit stehen oder jedenfalls sehr in der Nähe. Und in der Zwischenzeit sind sie hier alleine und schlafen dann meistens. Ich mache aber auch die Vorhänge zu und überall, damit sie auch gar keinen Grund haben, von äußeren Sachen irgendwie zum Bellen oder sowas animiert werden. Ich stehe auch relativ abseits, also das ist sowieso da nicht viel los. Und dann kann ich während der Arbeitszeit immer mal kurz rausgehen, eine kleine Mini-Pipi-Runde gehen. Oder wenn da jemand von der Arbeit geht, mal eine ganz kleine Runde mit den Hunden und ja, also besonders schön ist es jetzt nicht, aber sie machen es wirklich, wirklich gut mit. In den meisten Fällen sieht mein Auto auch aus, wie ich gegangen bin, wenn ich wieder zurückkomme. Und dann bin ich den restlichen Tag, wenn ich dann fertig bin vom Arbeiten, mit den Hunden draußen oder im Auto, je nachdem, wie das Wetter ist. Und hier habe ich noch einen kleinen Tisch oder extra Ablage für die Küche verbaut. Da kann ich vom Bett aus essen, wenn ich hier den Tisch runter gemacht habe und auf dem Bett sitze, dann passe ich hier mit meinen Beinen gerade so drunter und dann kann ich hier dran alleine essen. Oder ich kann hier Sachen beim Kochen einfach abstellen. Meine Hängeschränke, da sind hier Kerzen und Spiele und Süßigkeiten drin. Hier hinten habe ich meine Bücher drin. Genau. Und so. Dann habe ich hier auch wieder so mit Schnüren einfach wieder so ein Regal reingezogen, weil das mir am wenigsten Platz wegnimmt. Und genau, hier vorne ist so ein kleines Regal, da sollen wir noch Pflanzen rein. Dann habe ich hier noch Verstauung für so ein paar Klamotten. Genau, und da hinten auch nochmal. Ich hatte tatsächlich einmal eine etwas eigenartige Begegnung mit einem Mann. Mit einem 70-Jährigen, der dachte, dass ich da mein Auto zur Verfügung stelle. Und habe im Nachhinein erfahren, dass ich halt auf so einem Straßenstrich stand. Und ich das halt nicht wusste, oder am Strand war das halt so ein Platz, wo der halt bekannt dafür ist. Und ich stand dort halt und der kam mir da halt etwas näher und hat mir dann auch durchs Gesicht gestriffen und so. Und da hat die Tiama damals eben ziemlich mir von der Pelle also gehalten. Die war richtig aggro. Ich meine, das ist nur ein kleiner Hund, aber im Endeffekt will keiner auch nur von einem kleinen Hund gebissen werden. Ja, und mal ein anderer Mann, der danach zum 2 in mein Auto geleuchtet hat und dann habe ich die Hand gegen die Scheibe geschlagen und der hat weiter geleuchtet. Also ich weiß nicht, der war wahrscheinlich auch auf Drogen oder so. Es gab immer mal wieder komische Geschichten. Aber es gehört irgendwie dazu. Und jetzt habe ich so viele Hunde, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Also ich glaube nicht, dass hier jetzt einer einbricht, wenn ich hier mit meinen Hunden drin sitze. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil die machen genug Lärm, die schlagen an, sobald sie was hören. Und allgemein finde ich, jetzt es kommt ja oft das Ja alleine und als Frau und es ist gefährlich und so. Wenn ich irgendwo mitten im Wald stehe, vermutet mich dort keiner. Wenn ich aus meiner Haustür jeden Tag um die gleiche Uhrzeit gehe,
kann mir eher was passieren als unterwegs. Also die paar Sachen, die mir passiert sind, die waren relativ nacheinander. Das war halt Pech. Aber es löst in mir jetzt keine Angst aus, dass es mir... Es kann mir überall passieren. Es kann mir in der Stadt passieren, das kann mir auf dem Dorf passieren, das kann mir im Wald passieren, das kann mir immer passieren. Und ja, vielleicht, wenn ich im Wald stehe und schreie, weil da jemand ist und da läuft zufällig ein Fußgänger vorbei, wird er wahrscheinlich eher kommen, als wenn du in der Stadt stehst und schreist und da laufen alle nur vorbei und gucken dich an. So. Ja, egal welchen Traum man halt hat, egal ob das jetzt so ein Leben ist, was auch nicht für jeden was ist, das möchte ich dazu sagen, das ist ganz wichtig. Dieses Leben hat hier ganz, ganz viele Seiten, die nicht toll sind, auch wenn das nur meistens gezeigt wird, aber man hat sehr mit sich selber zu kämpfen, man muss sehr mit seinen äußerlichen oder Einflüssen leben, aber jeder, der irgendwas verfolgt, das sollte er auch einfach machen und das so schnell wie möglich, weil es kann jeden Tag vorbei sein und es ist nie der perfekte Zeitpunkt für irgendwas, also mach es einfach sofort.